herzlich willkommen zu unserer heutigen Ask Me Anything Veranstaltung. Schön, dass ihr dabei seid und euch heute bei diesem warmen Wetter auch online dazugeschalten habt. Das heutige Thema ist das Hinweisgeberschutzgesetz. Einigen sagt vermutlich auch das Stichwort Whistleblowing etwas. Und ja, mein Name ist Lena, ich bin Community Managerin und zusammen mit meinen Kolleginnen Melissa und Lina, die im Chat und im Q&A-Bereich unterstützen, leite ich heute durch die Session und begrüße unseren Rechtsexperten Michael Kalbfuß von der Kanzlei Nöhr. Hi Michael. Hi, ja, herzlichen Dank. Freut mich, dass ich wieder dabei bin. Macht Spaß, wie immer, und freut mich auch, dass doch wieder so viele teilnehmen. Und bin gespannt auf die ganzen Fragen, die da kommen. Genau. Super. Ganz kurz noch ein paar Infos vorab. Es gab im Vorfeld auch ein Webinar von meiner Kollegin Susanne mit der Anwältin Sarah Klachin mit ersten Informationen, die ihr euch vielleicht schon angeguckt habt. Wir haben es in der Community, im Community-Event auch verlinkt. Ihr findet die Infos auch im Chat. Meine Kollegin, die Lina, wird immer wieder ein paar Infos auch zusätzlich unterstützend mit reinposten. Und ja, genau, da wurden auch schon mal grundlegend alle Informationen oder ja die wesentlichen Änderungen, die jetzt ab 2. Juli in Gesetz in Kraft getreten sind, erläutert. Und heute das Format ist einfach nochmal da, um die rechtlichen Fragen, die ihr darum herum habt, die dadurch entstanden sind, zu klären. Und ja, zum Ablauf, ich werde einmal ganz kurz meinen Bildschirm auch teilen, dass ihr auch wisst, was euch erwartet. Genau, wir starten auch immer eine Poll, um einfach so ein bisschen zu wissen, okay, wie fühlt ihr euch gerade, wo steht ihr, erfüllt es super gerne aus, dass wir einfach wissen, wie sicher ihr euch fühlt und wo ihr aktuell bei der Umsetzung auch steht, füllt es super gerne parallel aus. Und dann gucken wir einmal ganz kurz, dass ich okay, es tut mir einmal leid, ich muss einmal kurz eine Änderung vornehmen. Michael, anscheinend habe ich dich zum Host gemacht und mich davon selbst entfernen können, dass du mir einmal bitte kurz unter Participant Panelist einmal kurz perfekt, ich habe gerade erfahren, ich kann wieder. Ich muss den Bildschirm nämlich teilen. Und genau, ich würde einmal ganz kurz nämlich die Regeln erklären, die wir bei der AMA haben. Wir sind nämlich heute wieder eine bisschen kleinere Runde und deswegen möchten wir euch wieder die Möglichkeit geben, live Fragen zu beantworten. Und einmal ganz kurz dazu, wie das abläuft. Also am Anfang werden wir ein paar Fragen klären, so prinzipiell, so rundum, um einfach verschiedene Punkte abgesteckt zu haben. Das haben wir auch in der Community schon verkündet. Wir haben ein paar Fragen in der Community auch schon reinbekommen. Da habe ich ein, zwei dabei und die werden wir auch durchnehmen. Und dann seid ihr gefragt nämlich. Und ihr könnt euch super gerne Fragen schon notieren. Überlegt euch die Frage am besten vorab. Ihr könnt euch einmal per Handzeichen melden und dann kann ich euch als Diskussionsteilnehmer hier hinzufügen. Dann habt ihr die Möglichkeit, euch zu unmuten. Das bedeutet, das Mikrofon anzustellen. Bitte lasst das Video aus. Nennt einmal kurz den Vornamen und formuliert dann eure Frage. Dann kann Michael nämlich ganz gut darauf eingehen, auch nochmal, falls es eine Rückfrage gibt, kann er die euch auch nochmal stellen, dass wir auch wirklich eure Fragen komplett beantworten können. Und ja, alternativ, falls ihr sagt, okay, möchtet jetzt nicht direkt sprechen, habt ihr auch die Möglichkeit, in einem Q&A und F&A-Reiter eure Fragen zu platzieren und auch von anderen abzuvoten. Dann tun wir uns leichter, die Fragen zu beantworten. Wir machen es jetzt auch zum ersten Mal so, dass wir so ein bisschen thematisch clustern und die Fragen von euch so beantworten. Das haben wir beim letzten Mal das Feedback bekommen. Und ja, genau, dann würde ich sagen, eine wichtige Info noch vorab. Es sollten bitte nur rechtliche Fragen gestellt werden. Wir haben tatsächlich, also wir haben ein Produkt, was entwickelt wird, aber da es aktuell in der Entwicklung steckt, kann ich dazu noch keine Fragen beantworten. Deswegen bitte keine Produktfragen stellen. Es soll heute lediglich um die rechtlichen Faktoren darum herum gehen. Ihr könnt super gerne, wenn ihr Interesse habt an dem Produkt und nähere Informationen möchtet, sobald sie auch bereitstehen, ein bisschen was wurde schon geteilt, haben wir eine Landingpage. Die wird auch in den Chat gepackt.
Meine Kollegin Lina packt da, wie gesagt, ab und zu Links rein und da könnt ihr euch in der Landingpage registrieren, wenn ihr Interesse habt oder euch einfach erstmal informieren möchtet, was ganz grob das Produkt beinhaltet. Schaut da gerne vorbei und ihr werdet da proaktiv von unseren Growth Managern auch kontaktiert, sobald es für euren Account das Produkt bereit ist. Also das wird individuell geprüft, ganz wichtig. Deswegen, wenn ihr euch da einmal anmeldet, werdet ihr proaktiv auch kontaktiert und müsst dann nicht nochmal nachfragen. Das ist ganz praktisch mit dieser Landingpage jetzt. Genau. Und dann haben wir jetzt genug organisatorisch darum herum geredet und so gestartet mit den Regeln. Lasst uns mit den Fragen beginnen, würde ich sagen. Michael, ich habe jetzt genug geredet. Ich übergebe das Wort an dich. Kannst du einmal vielleicht kurz einleiten, was das Hinweisgeberschutzgesetz ist und warum brauchen wir das Gesetz? Ja, das kann ich gerne machen. Was ist es letztlich? Also das Hinweisgeberschutzgesetz ist im Grunde eigentlich die Umsetzung der europäischen Whistleblower-Richtlinie. Ziel dieser Richtlinie war es, zum einen natürlich, sagen wir mal, auch die Compliance-Kultur zu fördern, aber vor allem auch die Whistleblowing-Regelungen, die es so gibt, zu vereinheitlichen in Europa. Natürlich muss es erst durch nationales Recht umgesetzt werden, musste umgesetzt werden, ist ja, Deutschland hat es ja mittlerweile auch schon geschafft, nach relativ langer Zeit. Und das Zweite ist natürlich auch die Mailing-Kultur etwas zu fördern, also praktisch die Hürden etwas abzubauen und einfach nochmal dann schwarz auf weiß zu regeln, dass Whistleblower eben auch einen Schutz genießen, um sie halt nicht davon abzuhalten, zu Meldungen zu machen. Ist das gut oder ist es eher schlecht? Also aus meiner Sicht ist es ziemlich Zeit geworden, dass das Ganze kommt. Und ich glaube, man muss es auch wirklich positiv sehen. Das passt auch in die Zeit. Ich meine, größere und auch international tätige Konzerne kennen das Thema, das Whistleblowing-Thema ja schon länger. Aber das kommt ja im Grunde erstmal so eher aus der Ecke klassische Straftaten wie Korruptionsthemen etc. Aber mittlerweile sind wir doch in einer ganz anderen Kultur, was das betrifft. Wir haben einfach viel, viel mehr die sogenannten so Integrity-related Cases, also alles, was so ESG betrifft, Diversity, diese ganzen Themen. Das hat ganz stark zugenommen. Es gibt ja mittlerweile auch so eine Bewegung, dass auch nicht nur Gesetzesverstöße gemeldet werden, sondern dass es auch viele Fälle gibt, in denen man so ein bisschen Unternehmenspolitik macht und einfach auch Dinge anprangert in der Öffentlichkeit, vielleicht auch ein bisschen so Nachhaltigkeitsthemen aufzudecken. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema für Unternehmen. Und am Ende muss man, glaube ich, auch sagen, Unternehmen, die Richtung Nachhaltigkeit, Richtung Diversity, Richtung wirklich Compliance gehen. Compliance ist ein ganz wichtiges Thema. Da ist es ja auch nur glaubwürdig, wenn man wirksame Meldesysteme hat. Und deswegen, glaube ich, muss man das positiv begreifen. Und es ist ja für Unternehmen auch gut und wichtig zu wissen, was ist eigentlich los in meinem Unternehmen. Das ist ja auch besser, wenn ich das sozusagen aktiv intern angehen kann, als wenn ich die Presse oder was weiß ich angewiesen bin. Also ich finde es sehr gut. Ich glaube, man muss es einfach auch so positiv annehmen, auch wenn es jetzt vielleicht am Anfang doch eine gewisse administrative Schwelle bedeutet. Vielen Dank für deine Einschätzung und auch Einordnung. Wenn wir dann gucken, also prinzipiell hat sich ja einiges getan. Ich würde gerne einmal bei den Basics anfangen. Wer kann denn alles Hinweisgeber sein? Kannst du da was zu sagen? Ja, gerne. Also das Hinweisgeberschutzgesetz, das gibt da so einen gewissen Mindeststandard vor. Das sagt, dass es auf jeden Fall interne Personen, also praktisch Arbeitnehmer, die Beschäftigten sein müssen. Zu denen zählen auch Leiharbeitnehmer. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, das zu erweitern auf externe Personen wie Dienstleister, Freiberufler, die eben im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit in dem Unternehmen unterwegs sind. Und das wäre jetzt auch so ein Punkt, glaube ich, vielleicht kommt dann später auch noch die ein oder andere Frage dazu. Ich bekomme jedenfalls häufig die Frage, soll ich das eigentlich erweitern auch auf andere Personen oder soll ich es lieber bei mir im Unternehmen lassen? Und da ist meine klare Empfehlung immer zu sagen, ich würde es schon weiterziehen, weil es ist in meinem Interesse als Unternehmen,
einfach Missstände zu erfahren und die auch aktiv angehen zu können. Und so kann ich das auch versuchen zu kanalisieren, dass ich das intern selber lösen kann. Also von daher, es gibt, wie gesagt, diesen Mindestumfang an mailfähigen Personen, den ich das eröffnen muss, aber man kann darüber hinausgehen und ich würde das auch klar empfehlen. Okay. Vielen Dank. Wir werden auch bestimmt nochmal zum Thema Richtlinie und was man da selbst vorgeben kann sprechen. Es gab, wie vorhin schon erwähnt, das Webinar schon, wo prinzipiell die Änderungen, die zum 2. Juli in Kraft getreten haben, schon mal vorgestellt wurden. Nur noch mal ganz kurz zusammengefasst, welche Pflichten kommen jetzt auf Unternehmen zu? Kannst du da nur ein paar Stichpunkte nennen, dass wir die einmal hier genannt haben, dass die Zuhörenden die auf dem Schirm haben? Genau. Ja, also die wesentliche Pflicht ist natürlich, dass ich Meldekanäle schaffen muss. Also ich muss eine Meldestelle schaffen ab einer bestimmten Unternehmensgröße, also ab 50 aufwärts muss es eine interne Meldestelle sein. Was das ist, darauf kann ich gerne noch eingehen. Die kann man nämlich auch nach extern auslagern, aber also grundsätzlich mal eine interne Meldestelle. Und es gibt bestimmte Verfahrensregeln zum Umgang mit Meldungen, also Dokumentationspflichten, Informationspflichten gegenüber den meldenden Personen. Also ich sage mal, das ist das, was jetzt zukommt auf die Unternehmen, dass sie einfach schauen müssen, habe ich überhaupt schon ein Meldesystem, also so eine Gap-Analyse, also wenn es nicht schon geschehen ist. Und da muss man eben schauen, genügt das den Anforderungen an das Hinweisgeberschutzgesetz? Das ist das eine. Und das andere ist, aber das ist im Grunde jetzt erstmal nichts Neues, sind die Dokumentationspflichten und vielleicht, sagen wir mal, die erhöhten Anforderungen, die ich habe, jetzt die aus dem Benachteiligungsverbot. Also ich darf keine benachteiligenden Maßnahmen treffen, wenn jemand berechtigt meldet. Und da gibt es jetzt halt bestimmte Anforderungen oder sagen wir mal, wenn so eine Benachteiligung behauptet wird, gibt es eine bestimmte Beweislastverteilung, da bin ich in der Beweislast, dass es nicht mit der Meldung zusammenhängt und das sind halt dann auch erhöhte Dokumentationspflichten. Also ich würde sagen, das sind so die Themen, die man angehen muss, dass man eben die Meldestelle einrichten muss und sich eben darauf einrichten muss, welche Konsequenzen das hat. Aber wie gesagt, ich würde jetzt gar nicht hier so im Einzelnen im Detail darauf eingehen. Ich glaube, der Fokus sollte darauf liegen, dass man einfach insgesamt ein System schafft, was attraktiv für Nutzende ist, dass man sie eben auch dazu ermutigt, dass die interne Meldestelle zu nutzen. Also da sollte, glaube ich, der Fokus drauf liegen. Mhm. Und wenn wir gerade über die interne Meldestelle sprechen, wie sieht sie denn aus? Also welche Grundanforderungen muss sie haben und was ist ein Nice to Have? Also die Grundanforderungen ist erstmal bei der Meldestelle, also ich brauche einen Meldestellenverantwortlichen. Das kann ich mir jetzt überlegen, ob das eine interne Person sein soll oder eine externe Person. Jedenfalls sollte es eine Person sein, bei der kein Interessenkonflikt besteht. Die Grundanforderung ist auch, dass es bestimmte Meldekanäle gibt, die das Hinweisgeberschutzgesetz vorsieht, nämlich dass ich schriftlich, also elektronisch melden kann, dass ich mündlich, also dass es in der Regel dann telefonisch melden kann und auf Ersuchen auch ein persönliches Treffen erwirken kann. Da kann man, wenn jetzt ein Einverständnis besteht, das auch per Videokonferenz machen. Also ich muss die Meldekanäle entsprechend einrichten. Wichtig ist bei der Meldestelle auch, dass ich auf jeden Fall das Vertraulichkeitsgebot wahre. Vertraulichkeit heißt nicht anonym. Also ich sollte anonyme Meldungen, aber auch dazu vielleicht später mehr, zwar mit bearbeiten. Also ich würde das auf jeden Fall empfehlen, das zuzulassen. Aber Vertraulichkeit heißt jetzt mal einfach gesprochen, dass die Identität der meldenden Personen und der Personen, die Gegenstand der Meldung sind, dass die wirklich nur so weit preisgegeben wird, wie das zum Bearbeiten der Meldungen gedacht ist oder erforderlich ist. Dann, also wie gesagt, die Anforderung als solche ist, dass die nutzerfreundlich ist, einfach die Meldestelle. Okay, vielen, vielen Dank. Wenn denn Inhalte gemeldet werden über die Meldestelle,
wie soll damit umgegangen werden? Also wir haben jetzt gerade schon ein bisschen über Vertraulichkeit gesprochen. Gibt es denn da prinzipiell einen Prozess und kannst du da vielleicht auch ein Beispiel nennen, genau, wenn was gemeldet wird, wie das ablaufen kann? Ja, also grundsätzlich muss, das gibt das Gesetz vor, muss erstmal der Eingang der Meldung bestätigt werden, und zwar innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der Meldung. Dann wird man prüfen müssen, ob der Verstoß, der gemeldet wurde, tatsächlich auch in den sachlichen Anwendungsbereich dieser Meldestelle fällt. Also sprich, ob das Gesetz gibt ja einige Verstöße vor, die über die Meldestelle erfasst werden müssen. Ich kann das natürlich auch erweitern. Jedenfalls, das ist erstmal die Prüfung, ob man bei der Meldestelle richtig ist. Wenn man jetzt zu dem Ergebnis kommt, man ist nicht richtig bei der Meldestelle, dann sollte das an die zuständige Stelle abgegeben werden und aber auch die meldende Person darüber informiert werden. Wichtig ist, dass man laufend Kontakt hält mit der hinweisgebenden Person im weiteren Ablauf und dass man aber auch erstmal natürlich die Stichhaltigkeit der Meldung prüft. Also man prüft, ist das plausibel von der Meldung her. Da kann man natürlich auch jederzeit noch die meldende Person um weitere Informationen ersuchen. Also das sollte man auf jeden Fall tun. Kommt man dann dazu, dass die Meldung stichhaltig ist, dann sind natürlich entsprechende Folgemaßnahmen zu ergreifen. Das kann jetzt, ist die Frage, wer das letztlich macht, ob das der Meldestellenverantwortliche oder die Meldestellenverantwortliche Person tut oder Stelle. Das kommt immer darauf an, wer das ist. Also weil die Folgemaßnahmen, die können zum Beispiel eine interne Untersuchung sein. Also beispielsweise, wenn es jetzt um einen Belästigungsfall geht, muss ich natürlich, und das war natürlich immer unter dem Gebot der Vertraulichkeit, muss ich mit der betroffenen Person sprechen. Ich muss sprechen mit den Personen, die dort involviert waren. Wenn es jetzt irgendwo noch, was weiß ich, in einem E-Mail-Kontext oder wo auch immer war, kann es sein, dass ich E-Mails durchsuchen muss. Also ich sage mal, eine klassische interne Untersuchung. Das wird jetzt typischerweise vielleicht nicht bei der Meldestelle selber sein, die Verantwortlichkeit, sondern vielleicht eher bei einer Compliance-Abteilung, oder ich ziehe da auch vielleicht eine Kanzlei mit ein. Und wenn es jetzt Themen sind, die dann auch, wenn Gegenstand der Meldung ein Thema ist, was meldepflichtig ist gegenüber einer Behörde, muss ich die zuständige Behörde einbinden. Oder wenn ich am Ende sehe, ich habe alles mal abgeklopft und komme aber zu keinem, also kann den Verdacht nicht erhärten, dann kann eine Folgemaßnahme auch die Einstellung der Ermittlung sein. Okay. Wichtig ist, dass ich jedenfalls der hinweisgebenden Person, und das schreibt das Hinweisgeberschutzgesetz wieder vor, dass ich dieser Person spätestens 3 Monate nach der Bestätigung des Eingangs der Meldung eine Rückmeldung gebe über die getroffenen Folgemaßnahmen. Mhm. Ich muss Sie nicht unbedingt, die Pflicht ist nicht vorgesehen, dass ich Sie darüber unterrichte, was hat die Untersuchung jetzt für ein Ergebnis ergeben. Die Pflicht, die gibt's nicht, die ist nicht geregelt, aber ich muss auf jeden Fall darüber informieren, was ich getan habe. Okay, das bedeutet, es muss auch noch nach 3 Monaten nicht komplett gelöst sein, sondern einfach nur die Schritte. Genau, das kommt letztlich, das hängt eben ganz, ganz vom gemeldeten Fall ab. Ja. Wenn das jetzt ein einfacher Fall ist, der schnell erledigt werden kann, dann kann das längst erledigt sein. Dann würde ich typischerweise auch früher informieren, wenn ich sage, ich stelle jetzt ein zum Beispiel, dann kann das schneller gelöst sein. Wenn das eine komplexe interne Untersuchung nach sich zieht, dann reichen wohl 3 Monate nicht. Aber da muss ich eben letztlich darüber informieren, was für Folgemaßnahmen jetzt ergriffen worden sind. Vielen Dank, Michael. Das waren die einleitenden Fragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sehe, dass der Q&A-Bereich noch recht verhalten ist. Traut euch wirklich, die Fragen reinzustellen. Mir sind bei dem Thema wahnsinnig viele gekommen. Ich werde im ersten Schritt jetzt die 2 Fragen von Simone aus der Community noch klären. Das geht auch Richtung, wie man die Meldestelle oder die Richtlinien zur Meldung wahrscheinlich aufsetzt. Michael, Simone möchte wissen, uns interessiert, inwieweit das Meldesystem auch von externen Personen, Kundinnen, Bewerberinnen zugänglich sein muss. Also es muss nicht, also grundsätzlich, was jetzt externe Personen betrifft, das hatte ich ja eingangs schon mal kurz gesagt, ich muss es jetzt zum Beispiel Lieferanten oder Freiberuflern, die ich bei mir im Unternehmen habe, die bei mir da tätig werden, die muss ich nicht einbeziehen, denen muss ich es nicht ermöglichen. Die klare Empfehlung wäre es aber, das zu tun. Und zwar, wie gesagt, aus 2 Gründen.
Einmal, weil ich natürlich als Unternehmen, jedenfalls wenn ich Compliance ernst nehme, und ich habe ja schon gesagt, wir sind, glaube ich, in einer Zeit, da bleibt mir gar nichts anderes übrig, als Compliance ernst zu nehmen. Das ist jetzt eben so, ist ja auch nichts Schlechtes, ist ja auch richtig so. Wenn ich das ernst nehme, dann will ich wissen, was bei mir im Unternehmen los ist, und dann will ich natürlich so viele Quellen wie möglich haben. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich jetzt extern an Personen, die jetzt irgendwelche Verstöße im Unternehmen feststellen oder die vielleicht irgendwie belästigt wurden durch interne Mitarbeiter, dann will ich ja nicht von diesem Verstoß erst irgendwie über andere Kanäle, also über externe erfahren, wo ich das Thema nicht mehr in der Hand habe, sondern ich will ja auch externen Personen dann mein eigenes internes Meldesystem so attraktiv wie möglich machen und eine Möglichkeit geben, mit mir als Unternehmen zu sprechen und das aufzuarbeiten. Also von daher wäre meine klare Empfehlung, ja, auch externen Personen sollte man das eröffnen, auch wenn man es nicht muss. Vielen Dank. Die zweite Frage war von ihr, wie können hier Falschmeldungen vorgebeugt werden, quasi, die über den Meldekanal reinkommen? Kann man da irgendwas tun? Hast du da einen Tipp? Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz so ein hart rechtliches Thema, aber hast du da Tipps? Also vorbeugen kann ich natürlich immer schwer. Also ich weiß, dass es manchmal die Bedenken gibt, dass ich sage, je größer der Kreis ist, dem ich das Meldesystem eröffne, desto höher ist ja das Risiko, dass da auch Personen dabei sind, die das missbräuchlich nutzen. Ich kann dem nicht wirklich vorbeugen. Was ich machen kann und was ich immer tun sollte, ist, dass ich eine Verfahrensordnung erstelle, in der ich ein bisschen beschreibe, um was geht's bei der Meldung, wie wird mit Meldungen umgegangen, dass man die Leute auch ermutigt, das zu tun. Aber da kann man letztlich auch natürlich einen Hinweis darüber aufnehmen, dass es auch Konsequenzen geben kann, wenn das missbräuchlich genutzt wird. Aber ich sage es mal so, wenn ich jetzt bestimmte Querulanten habe oder Personen, die einfach das bewusst missbräuchlich nutzen wollen, das werde ich nicht vermeiden können. Und auch je größer ich den Kreis ziehe, also zum Beispiel externe, dann kann ich das letztlich auch nicht vermeiden. Wenn jemand mir schaden will, dann findet er im Zweifel auch andere Kanäle. Da wäre es mir dann immer noch lieber, er versucht mir über den internen Kanal zu schaden. Ich habe ja letztlich auch immer noch Maßnahmen, die ich ergreifen kann. Also auch bei externen Personen gibt es ja Möglichkeiten, dass ich sie wegen Verleumdung anzeige etc. oder dass ich Schadensersatz verlange von ihnen, wenn Schaden aufgrund der Falschmeldung entstanden ist. Also deswegen, das würde mich jetzt nicht abhalten, den Personenkreis möglichst groß zu ziehen, der das nutzen kann. Vielen Dank für die Erläuterung. Ich denke, dass sie sich freuen wird, und ich werde sie auf jeden Fall auch im Recap-Post verlinken, dass sie auch davon erfährt. Es sind in der Zwischenzeit einige Fragen reingekommen. Ich würde einmal ganz kurz nochmal beim Hinweisprozess bleiben. Und zwar fragt Sarah, wir haben bereits ein System, müssen wir hier noch einmal aktiv darauf hinweisen? Also ich gehe davon aus, dass Sarah die Mitarbeitenden meint, dass sie quasi ein System haben und dass es genutzt werden kann. Genau, wie ist das da? Also da ist es so, dass das Hinweisgeberschutzgesetz auch verlangt, dass ich das transparent erläutere, das interne Meldesystem, das ich habe. Und ich würde es sowieso auch definitiv tun, dass ich darauf nochmal ausdrücklich hinweise und auch erkläre, wie das funktioniert. Stichwort Verfahrensordnung. Ich habe es eben schon gesagt, dass man eben wirklich eine Verfahrensordnung erstellt, in der man das so gut und wie möglich erklärt, dass das so einfach nutzbar ist wie möglich. Weil wenn ich natürlich ein Meldesystem habe, aber niemand davon weiß oder niemand versteht, wie man es nutzt, ist die Attraktivität natürlich auch relativ gering und es wird keiner nutzen. Und dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass jemand sagt, dann gehe ich halt zur externen Meldestelle. Also von daher, ich würde das dringend empfehlen, das bekannt zu machen und auch so zu erläutern, dass die Beschäftigten verstehen, wie es zu nutzen ist. Dass man sie auch tatsächlich ermutigt, das interne System zu nutzen. Auch wenn ich jetzt sie nicht davon abhalten darf, auch ein externes zu nutzen. Aber es soll ja vorrangig das interne genutzt werden. Das ist jedoch das Hinweisgeberschutzgesetz so.
Vielen Dank, Michael. Das bedeutet, man sollte, also du empfiehlst prinzipiell und je nach Unternehmenskultur, es ist ja bei vielen auch so, dass man das prinzipiell transparent machen möchte und natürlich auch das Beste fürs Unternehmen und die Mitarbeitenden möchte. Lass uns einmal ganz kurz in das Thema Meldestellen Verantwortliche eintauchen. Und zwar als erstes eine Frage von Ann-Kathrin. Welche Personen würden als Meldestellen Verantwortliche im Interessenskonflikt stehen, hat sie gefragt. Also da gibt es jetzt letztlich keine pauschale Regelung, aber ich sag mal, ein klassisches Beispiel dafür ist oft die führungsverantwortliche Person. Manchmal sind es auch Meldungen, gerade in Bezug auf diese Person. Also von daher, das wäre etwas, was ich vermeiden würde. Deswegen, sollte wirklich eine Person oder eine Stelle sein, die entsprechende Neutralität aufbringt und auch mit der gebotenen Objektivität an die Dinge herangeht. Deswegen ist es halt oftmals nicht sichergestellt, dass eine führungsverantwortliche Person oder die vorgesetzte Person das sein kann. Die Geschäftsleitung wäre zum Beispiel auch ungeeignet. Das würde ich auch nicht empfehlen. Es ist ja so ein bisschen, also ich meine, da gibt es ja immer diesen schönen Grundsatz, das ist ein bisschen, wenn der Affe auf die Bananen aufpasst. Also das würde ich dementsprechend nicht empfehlen. Aber ansonsten gibt es jetzt letztlich keine wirkliche Regel. Typischerweise ist es in größeren Unternehmen bei Compliance-Stellen gut aufgehoben. Kleinere Unternehmen haben das nicht. Manchmal ist es dann auch Legal, die das machen. Aber das kommt immer so ein bisschen drauf an, ob Legal jetzt eher eine Servicestelle ist für den Arbeitgeber oder ob die tatsächlich auch mit Compliance-Aufgaben betraut sind. In der Community weiß ich auch, dass diskutiert wurde. Manche haben gleich gesagt, sie machen das mit jemandem externes, internes. Gibt es da noch was man irgendwie, wo du was als Tipp noch geben kannst für die Abwägung? Also wenn ich jemand externes nehme, um sozusagen die interne Meldestelle abzubilden, dann habe ich natürlich, das ist natürlich immer vorteilhaft, wenn ich mir die Frage stelle, habe ich irgendwo einen Interessenkonflikt? Oder zumindest tendenziell ist das so. Das bietet sich meines Erachtens vor allem dann bei kleineren Unternehmen an, die jetzt eben nicht sowas haben wie eine Compliance-Abteilung, die darauf achtet, dass die Compliance eingehalten wird, sondern eben bei kleineren Unternehmen, die im Grunde eher nur, sage ich mal, Servicestellen haben, vielleicht irgendwie Unternehmensjuristen, die aber doch sehr irgendwo Arbeitgeber nahestehen. Also immer da bietet es sich wahrscheinlich an, definitiv es extern zu machen. Aber auch für größere Unternehmen kann das sinnvoll sein, wenn man sagt, wir wollen hier einfach den Anschein der Neutralität, oder nicht nur den Anschein der Neutralität erwecken, sondern wir wollen halt den Leuten auch wirklich zeigen, ein Signal geben, dass wir das ernst meinen. Das kann natürlich eine Erwägung sein. Vielleicht in dem Zusammenhang auch noch der Hinweis, die Frage kommt ja dann auch häufiger, soll ich das eigentlich bei jedem Unternehmen, in einem Konzern zum Beispiel, bei jedem Unternehmen eine eigene Meldestelle einrichten oder kann ich das auf Konzernebene machen? Und das ist zwar jetzt sozusagen ein bisschen umstritten, die Europäische Kommission meint, das sei nicht unbedingt zulässig, das auf Konzernebene für alle zu machen. Das Hinweisgeberschutzgesetz lässt es allerdings zu. Aber auch das kann so eine Überlegung sein, dass ich sage, ich mache das auch bei einer neutralen Stelle auf Konzernebene und nicht im eigenen Unternehmen. Weil da könnte ja wieder ein Interessenkonflikt bestehen. Also auch das kann eine Erwägung sein, dass ich sage, das Neutralitätsgebot, ich lage das auch aus auf eine zentrale Konzernstelle, die das macht. Vielen Dank, Michael. Es gab eine Frage noch zum Verständnis. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir die hier klären. Und zwar hat Jacqueline gefragt, was sind externe Meldestellen? Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, einmal zu klären zwischen der internen Meldestelle, quasi ob das jemand, wer der Meldestellenverantwortliche intern ist und was eine externe Meldestelle bedeutet. Kannst du das einmal ganz kurz und knapp noch erläutern, dass wir dann mit der nächsten Frage weitermachen? Ja. Genau, das wäre klasse. Genau, also externe Meldestelle ist etwas, was originär extern ist. Dafür sind
ich sag mal, Behörden geschaffen worden. Also das sind öffentliche Meldestellen, das ist das Bundesamt für Justiz, das ist eine externe Meldestelle. Und dann gibt es noch Ländermeldestellen und noch so themenspezifische, also die BaFin, das Bundeskartellamt zum Beispiel. Also diese Behördenmeldestellen, das sind externe Meldestellen. Die interne Meldestelle ist erstmal etwas, was originär intern ist. Ich muss sie allerdings nicht selbst betreiben, sondern kann sie zum Beispiel auf einen Dienstleister auslagern. Dann habe ich das zwar auch nach extern gegeben, aber es ist sozusagen nur jemand anders, der meine interne übernimmt. Das ist der Unterschied. Also extern die Behördenmeldestellen, die öffentlichen Meldestellen und intern das, was ich als Unternehmen betreiben muss, was ich aber auch einen externen Anbieter auslagern kann. Mhm. Wie ist es dann, wenn wir jetzt nochmal auf die interne Meldestelle eingehen und da die Meldestellenverantwortlichen angucken? Wie kann man die qualifizieren? Müssen die was Bestimmtes, irgendwie eine Schulung zu Datenschutz etc. machen? Gibt es da irgendwelche anderen Qualifikationen, die sie vorweisen müssen oder sollten vielleicht auch? So sprechen wir auch gerne mal von dem Fall sollten. Also es gibt jetzt keine Zertifikate oder so dafür, aber was heißt immer die notwendige Fachkunde? Also es müssen jetzt keine Rechtsexperten in dem Sinn sein, dass sie jeden einzelnen Sachverhalt feinsäuberlich unter die einzelnen Meldetatbestände oder diese Rechtsvorschriften subsumieren können. Sie müssen allerdings schon einordnen können, ob es sich jetzt um ein melderelevantes Thema handelt oder nicht. Mhm. Und daher wird es in aller Regel nötig sein, sie zu schulen. Sie werden auch eine gewisse Branchenkenntnis mitbringen müssen. Also zum Beispiel lebensmittelrechtliche Kenntnisse wären durchaus von Vorteil, wenn ich in einem Lebensmittelunternehmen arbeite. Mhm. Also so viel schon. Also ich werde schon eine gewisse Rechtskenntnis verlangen müssen. Und deswegen muss ich sie auch entsprechend schulen. Sie müssen sich auch mit dem Meldeprozess, mit dem Umgang der verschiedenen Themen auskennen. Also auch daher würde ich schon, um mir selbst das Unternehmen den Vorwurf nicht machen lassen zu müssen, dass die Meldestelle nicht richtig funktioniert, würde ich sie auf jeden Fall schulen und auch regelmäßig nachschulen. Vielen Dank. Es gab auch eine konkrete Frage noch mal kurz zur Meldestelle. Bianca fragt, macht es Sinn, dass HR die Meldestelle übernimmt? Fände ich, also ich sag mal, sind wir bei dem Thema Interessenkonflikt. Also den gibt es jetzt nicht pauschal, den Vorwurf. Also man kann nicht sagen, da ist immer einer. Aber typischerweise wäre jetzt HR aus meiner Sicht eher eine Serviceorganisation, die irgendwo auf Arbeitgeberseite steht. Also würde ich eher nicht empfehlen, dass HR das macht. Okay. Vielen Dank für deine Einschätzung, Michael. Ich hoffe, das hilft dir weiter, Bianca. Dann eine Frage habe ich mir noch notiert, genau zum falschen oder zum Nutzen. Und zwar fragt Melanie, wie kann man verhindern, dass das Whistleblowing als PETS-Tool genutzt wird? Wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, dass die Person, die dafür verantwortlich ist, für die Meldestelle, dass sie geschult werden muss, um abschätzen zu können, okay, was ist jetzt Teil davon, was nicht. Wie kann man das denn im Vorhinein schon irgendwie vorbeugen, dass zum Beispiel Kleinigkeiten, die nicht relevant sind, dass die dann nicht gemeldet werden drüber. Ich weiß nicht, empfiehlst du da was von der Struktur, wie Dinge gemeldet werden, von den Fragen, dass da etwas ja Klarheit durch die eigene Erklären beispielsweise, zum Beispiel, was ich mir gerade dachte, dass man sowas einführen kann. Ist das irgendwie komplett frei oder sollte man da an irgendwas beachten? Also ich kann es, wie gesagt, begrenzt steuern, dass das als PETS-Tool verwendet wird. Also wie gesagt, eine Verfahrensordnung halte ich für wirklich sehr sinnvoll, indem ich auch beschreibe, was kann gemeldet werden. Wobei auch da der Hinweis, ich würde es nicht zu eng fassen und nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt als meldende Person schon wirklich vorab sicher beurteilen muss, ob das jetzt relevant ist für die Meldestelle oder nicht, weil damit halte ich die Person eher ab, sie zu nutzen. Also ich glaube, der wesentliche Kanal ist da wirklich, wie du schon richtig sagst, eine gute Schulung der Meldestellenverantwortlichen und dann auch die Möglichkeit danach des Nachfragens bei den Meldenden, dass die gut entscheiden können, ist das jetzt was wirklich relevant ist für die Meldestelle oder gebe ich das vielleicht ab? Also wenn das jetzt, sagen wir mal, eher ein Petzen oder auch eher ein Ausdruck des Genervtseins über die täglichen Aufgaben ist, dann würde ich vielleicht
schauen, dass die Meldestellenverantwortlichen auch das entsprechend an den jeweiligen Vorgesetzten verweisen können oder wo auch immer hin verweisen, aber dass dort einfach ein gutes Aussortieren funktioniert. Vielen Dank für den Tipp. Ich hoffe, das hilft weiter. Dann die nächste Frage ist von Karl. Er möchte wissen, muss ein IT-System eingeführt werden, zum Beispiel Online-Tool, oder reicht es auch aus, eine dedizierte E-Mail-Adresse zu haben, wo ein Meldestellenverantwortlicher Zugriff hat? Und was muss da berücksichtigt werden? Das ist immer so eine Frage, die auch tatsächlich häufiger kommt. Also ich würde immer klar zum Online-Tool raten, und zwar aus dem einfachen Grund, ich kann auch eine dedizierte E-Mail-Adresse nehmen. Wenn das jetzt aber eine unternehmensinterne E-Mail-Adresse ist, wird es in der Regel so sein, dass auch ein Administrator Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat. Die Administratorenrechte gehen da so weit, weil wenn irgendwas nicht funktioniert mit dieser E-Mail-Adresse, kann der Meldestellenverantwortliche ja sich nicht selber drum kümmern. Also und immer dort, wo ein Administrator auch Zugang drauf hätte, entsteht so ein gewisses Problem, auch im Hinblick auf die Vertraulichkeit. Also von daher würde ich tatsächlich dazu raten, immer also eher das Online-Tool auszuwählen. Okay, vielen, vielen Dank für die Einschätzung. Auch wahrscheinlich zum Update, also up-to-date halten, kann ich mir auch vorstellen, dass da ein Online-Tool praktikabler ist. Kann man ja manchmal Automatismen und Antworten etc. und so einstellen. Okay, dann eine Frage gab es Richtung ein etwas komplexeres Setup, und zwar fragt Marie, wir haben zwei Gesellschaften, die einzeln betrachtet jeweils unter 50 Mitarbeiter zusammen, aber mehr als 50 Mitarbeiter haben. Können wir diese getrennt betrachten oder müssen somit keine Meldestellen eingerichtet werden? Also ein bisschen, ja, also mit zwei Gesellschaften, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Tochtergesellschaft ist, auf jeden Fall ein bisschen komplexeres Setup. Michael, wie ist es da, wenn es zweimal an Grenzen stößt? Also ist es da tatsächlich auf den Beschäftigungsgeber abzustellen, so sagt das Gesetz. Das heißt, man würde das schon, also das Unternehmen ist dann der Beschäftigungsgeber, dann würde man auch das Unternehmen jeweils abstellen, sodass, wenn man jetzt Unternehmen hat, die drüber liegen, Konzernunternehmen, die müssten eine schaffen, welche, die drunter liegen, müssten keine schaffen letztlich. Ob man dann sagt, man will jetzt ein Unternehmen mit, eins ohne, da würde ich schon aus Unternehmenskulturgründen es wahrscheinlich gleich behandeln. Und im Übrigen würde ich auch empfehlen, bei Unterschreiten der Schwelle eine interne Meldestelle einzurichten. Hatte ich auch schon gesagt, weil wenn ich sie nicht einrichte, und gerade auch noch eine andere Unternehmensgesellschaft vielleicht eine Meldestelle hat, dann motiviere ich ja Personen in dem Unternehmen, die keine interne Meldestelle hat, eine externe zu nutzen. Also von daher, ich glaube, es wäre einfach, also aus meiner Sicht wäre es vorteilhaft, grundsätzlich eine interne Meldestelle einzurichten, auch wenn ich unter die Schwelle falle. Es hat nur Vorteile, ich erfahre selbst von den Verstößen, ich motiviere die Beschäftigten, nicht zur externen Meldestelle zu gehen, und ich demonstriere, dass ich das Thema Compliance ernst nehme. Also von daher spricht eigentlich für mich vieles dafür, auch, also immer die Einführung einer internen Meldestelle zu erwägen. Die nächste Frage von Bianca geht in eine sehr ähnliche Richtung. Jetzt hast du schon insgesamt dazu appelliert, auf jeden Fall eine einzuführen. Trotzdem hat sie nochmal eine konkrete Frage dazu mit Blick auf die 50 Mitarbeiter. Zählen hier Köpfe oder FTE? Sie möchte vor allem wissen, ob Werkstudierende mitzählen. Köpfe. Es geht nach Köpfen. Sehr kurze und crisp Antwort. Sehr cool, danke dir. Dann möchte ich auch einmal kurz auf das Thema Anonymität eingehen, wenn das Meldeverfahren auch anonym möglich ist. Wir haben ja, jetzt wurde ja nochmal was geändert. Ich glaube, zuvor war es anders im Gesetz formuliert, als es jetzt irgendwie im letzten Entwurf der Fall ist. Und jetzt ist es möglich, dass Mitarbeitende oder dass insgesamt was anonym gemeldet wird. Und wie kann man sicherstellen, dass man weiterhin im Kontakt mit dem Hinweisgeber ist und die Eingangsmeldung bestätigt? Das fragt Melanie. Kannst du da, also sie macht auch ein Beispiel, zum Beispiel, ihr Mitarbeiter legt einen schriftlichen Zettel anonym ab. Wie muss man da als Meldestelle mit umgehen? Kannst du da noch drauf eingehen, wie das vorgesehen ist?
Ja, also das kann ich dann gar nicht sicherstellen. Und das ist ja auch diese Diskussion, die gibt es ja schon ganz lang. Ist anonym gut, ist anonym schlecht? Das war auch vor dem Hinweisgeberschutzgesetz schon lange eine Diskussion unter den Datenschutzbehörden. Will man es zulassen, die Anonymen, oder lässt man es nicht zu? Das Nicht-Anonyme hat natürlich immer Vorteile, gerade deswegen, man sieht es dann, ich kann dann nachfragen, ich kann den Sachverhalt besser aufklären, ich kann die Person auch weiter informieren. Die Möglichkeiten habe ich halt nicht bei einer anonymen Meldung. Daher ist es zwar gut, wenn vielleicht anonyme Meldungen auch zugelassen werden, weil man immerhin auch von Rechtsverstößen erfährt und weil man auch diese Personen ermutigt, nicht gleich zur externen Meldestelle zu laufen. Aber für die Aufklärung und die Effizienz der Compliance-Thematik ist es natürlich jetzt nicht so sinnvoll. Aber wie gesagt, ich würde die Anonymität deswegen trotzdem immer zulassen. Aber da zeigt sich der klare Nachteil an anonymen Meldungen. Mhm. Vielen Dank. Also wieder intern appellieren, ermutigen, einfach die Meldestelle zu nutzen und auch nicht anonym, sondern wie sagt man, mit einem Coming Out. Genau. Dann, Palina, es tut mir wahnsinnig leid, ich habe deine Meldung wohl vorhin übersehen. Ich wurde gerade eben von den Kolleginnen hingewiesen. Palina fragt, wie ist die Person, die verantwortlich für die interne Meldestelle ist, rechtlich geschützt? Also quasi die Person, die an der Meldestelle sitzt und die ganzen gemeldeten Informationen dann weitergibt in die Abteilung, die das prüft. Wie ist die geschützt? Gibt es da im Hinweisgeberschutzgesetz auch Hinweise? Also was jetzt den speziellen Schutz betrifft, das schaue ich gerne nochmal nach, ob da noch was drin ist. Das habe ich jetzt konkret so nicht im Kopf, was natürlich immer gilt. Also es gibt einen Schutz nicht nur für die meldende Person, sondern auch für Personen, die unterstützen in dem Meldeverfahren. Also von daher gibt es da wohl auch einen Schutz. Es betrifft dann, wie gesagt, nicht nur die meldende Person selbst. Ob es jetzt ansonsten entsprechend, ich sag mal so, Datenschutzbeauftragten oder so noch einen Schutz gibt, ich schaue es gerne nochmal nach. Vielen Dank. Dann packen wir das in den Recap-Post. Nächste Woche wird das Recording von der AMA live gehen und da packen wir das dann auch mit rein. Vielen Dank, Michael, dass du es nachguckst. Dann Maria fragt, wie bzw. in welcher Form muss ich nachweisen, dass wir als Unternehmen das Hinweisgeberschutzgesetz umgesetzt haben? Fragt, ja genau, Marina. Maria, muss man das irgendwo melden oder ist es dann auf Abruf, dass man das haben muss, wenn stichprobenartig geprüft wird? Also es kann natürlich geprüft werden und wenn es dann letztlich nicht umgesetzt wird, dann ist das auch Bußgeld bewährt. Was es nicht gibt, ist bestimmte Berichtspflichten. Also dass man sagt, ich habe ein Meldesystem, das habe ich so und so umgesetzt, da kamen diese Fälle auf, da habe ich diese und jene Maßnahmen getroffen. So etwas gibt es nicht an Berichtspflichten. Das gibt es für die externe Meldestelle, also für die Behörden, aber nicht für die interne Meldestelle. Mhm. Es gibt auch eine Frage, die so ein bisschen in die Richtung geht auch. Und zwar fragt Christiane, wie das dann ist bei externen Hinweisgebern. Wie muss man denen die Meldung möglich machen? Also packt man dann einen Link auf die Homepage? Wie stellt man da den Meldekanal anderen, die jetzt nicht bei sich im Unternehmen sind, zur Verfügung? Muss man da was Bestimmtes berücksichtigen? Gibt es da eine Formvorschrift? Nee, da gibt es keine Formvorschrift, weil ich ja auch keine Pflicht habe, Ihnen das zu eröffnen. Aber typischerweise gibt man diesen Personen, wenn ich jetzt zum Beispiel Externe habe, die jetzt über ein Portal bei mir tätig sind, dann kann ich das dort mit reinpacken. Ich kann die schriftlich informieren, ich kann die ja, auf welche Art und Weise auch immer darüber informieren. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber also da muss man sich halt anschauen, was ist die passende, wie die Personen da vernünftig an die Informationen kommen, aber da gibt es nichts Vorgeschriebenes. Mhm. Vielen Dank. Also Christiane, du kannst kreativ werden, was am besten passt für euch. Vielen Dank, Michael. Dann Jacqueline fragt die klassische Frage nach den Bußgeldern. Danke, Jacqueline. wie ist es bei den Bußgeldern? Es gibt ja verschiedene Unternehmensgrößen. Dann
sind auch verschiedene Regelungen in Kraft und wie ist das mit Bußgeldern? Kann man damit rechnen? Wie ist da deine realistische Einschätzung? Ab wann schätzt du, dass sie das wirklich so hart durchgreifen? Ich weiß, es ist immer super schwierig. Du hattest in der Vergangenheit manchmal so eine Einschätzung, eine persönliche geben können. Vielleicht kannst du das hier auch wieder tun, ja. Natürlich ohne Gebühr. Also was jetzt das Verhängen von Bußgeldern betrifft, ab wann ist damit zu rechnen? Da gibt es ja für das Einrichten der internen Meldestelle einen 6-monatigen Übergangszeitraum, in dem noch keine Bußgelder verhängt werden. Danach, gerade weil es diese Übergangsfrist gibt, würde ich aber schon damit rechnen, dass die Schonfrist dann auch echt vorbei ist. Also dann werden die auch verhängt, in welcher Höhe die Bußgelder dann verhängt werden. Also da gibt es ja Maximalbeträge, die je nach Verstoß zwischen 20.000 und 50.000 Euro liegen. Natürlich wird dieser Rahmen nie voll ausgeschöpft. Da geht es manchmal auch um, bei der Erstbegehung von so einem Verstoß fällt es meistens auch ein bisschen günstiger aus. Das sind individuelle Abwägungen, die da dahinter stehen. Das kann man im Moment jetzt schwer einschätzen. Aber ich denke, es ist schon damit zu rechnen, dass es dann auch umgesetzt wird. Es gibt übrigens auch einen Bußgeldtatbestand für Falschmeldungen, weil das Thema jetzt mit Meckern und Petzen und so auch mal gekommen ist und Missbrauch. Also auch die missbräuchliche Abgabe von Meldungen ist Bußgeld gewährt. Also von Meldenden dann quasi? Ja. Ja. Ah, okay. Sollte man das als Unternehmen auch den Mitarbeitenden kommunizieren? Ja, also das ist ein Thema, es wäre wieder was für mich für die Verfahrensordnung, wo man zwar deutlich macht, dass man es begrüßt, wenn es genutzt wird, dass man niemanden davon abhalten will, dass man erklärt, genau wie das geht, dass es alle verstehen. Aber das wäre auch die richtige Stelle, in der man natürlich auch mit reinnimmt, dass wer das missbräuchlich betreibt, eben nicht geschützt ist nach dem Hinweisgeberschutzgesetz und dass man da auch mit Maßnahmen zu rechnen hat. Das wäre die richtige Stelle. Okay. Du hast gerade nochmal das Stichwort Verfahrensordnung angesprochen. Am Anfang haben wir auch kurz darüber geredet. Wir sprechen uns auch mal kurz vorher ab, ich fand das tatsächlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil das sehr viel bestimmt, wie man als Unternehmen damit umgeht. Hast du Tipps, wie man diese Verfahrensordnung, wie man das angehen sollte, welche Priorität es bei sich im Unternehmen haben sollte? Ich persönlich hatte den Eindruck, dass es sehr wichtig ist, weil es den Rahmen für vieles auch legt im Unternehmen. Kannst du da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ob du da noch Tipps hast, wie man das angehen sollte? Ja, also machen muss man es, glaube ich, ohnehin. Also das wäre jetzt meine persönliche Empfehlung, weil man nach dem Hinweisgeberschutzgesetz ja auch transparent und verständlich über die interne Meldestelle unterrichten muss, darauf muss man hinweisen. Da wäre so eine Verfahrensordnung tatsächlich das Richtige, indem man beschreibt, was ist eigentlich Ziel dieses Meldesystems, wie passt es ja auch in die Unternehmenskultur rein. Das kann ja auch, sage ich mal, man kann da durchaus auch das ja auch zutreffen, ein positives Bild vermitteln. Man würde eben beschreiben, um welche Themen geht es da, die da gemeldet werden können. Und ganz wichtig auch, wie ist der Ablauf, dass das für alle einfach klar ist, was ist zu tun. Es soll halt letztlich keine Hürde sein, dass jemand sagt, ich verstehe gar nicht, was da passiert. Also nutze ich es nicht, gehe ich vielleicht lieber zur Behörde oder mache sonst was damit oder lass es halt bleiben. Und das hilft dem Unternehmen ja auch nicht. Also die wenigsten Rechtsverstöße oder in den wenigsten Fällen, wenn ein Verdacht dafür besteht, wird das auch wirklich gemeldet. Und das will ich ja als Unternehmen aber tatsächlich ändern. Also das ist ja in meinem ureigensten Interesse. Also von daher, das wäre für mich das Wichtigste dieser Verfahrensordnung, wirklich zu beschreiben, wie melde ich, was passiert nach der Meldung, wie ist der Ablauf, was für Maßnahmen werden ergriffen, aber auch wie wird mit meiner Meldung umgegangen, wie wird die Vertraulichkeit sichergestellt, wie wird, dass auch der Datenschutz beachtet wird. Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, um Personen nicht vom Melden abzuhalten. Also das wäre tatsächlich das eine bezüglich der Verfahrensordnung. Daneben bietet sich aus meiner Sicht auch nochmal an, vielleicht so eine Art ja, Policy oder ich will es nicht Verfahrensordnung zu nennen, aber auch für die Meldestellenverantwortlichen, dass man denen nochmal wirklich den Prozess beschreibt, dass sie ihn vor sich haben, an dem sie sich auch irgendwie orientieren
kommunizieren können. Also das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Mhm. Und also das ganze Thema mit diesen Policies oder Verfahrensordnungen oder wie auch immer man das nennen will, ist jetzt auch nicht wahnsinnig neu. Größere Unternehmen, auch international arbeitende Unternehmen, kennen das Thema ja schon. Da gibt es ja über im Code of Conduct und diese Dinge schon ganz, ganz lange diese Policies, die dann auch eben so Whistleblowing-Hotlines vorsehen. Und eine Frage, die dabei immer aufkommt, ist auch der Punkt, will ich die Leute eigentlich verpflichten zur Meldung oder will ich das auf freiwilliger Basis lassen und das vielleicht nur empfehlen? Also der Punkt kommt einfach häufig und da muss man sagen, Verpflichtung, von der würde ich tatsächlich abraten, weil man rechtlich gesehen nicht uneingeschränkt die Personen dazu verpflichten kann, sondern allenfalls in ihrem eigenen Aufgabenbereich. Von daher würde ich es da immer eher bei einer Empfehlung belassen und nicht bei der Verpflichtung. Und ein anderer Punkt ist, wer einen Betriebsrat hat, weiß natürlich, ich muss den Betriebsrat da auch mit beteiligen. Mhm. David hat tatsächlich eine Frage gestellt, die geht in eine ähnliche Richtung, wie wir sie gerade schon beantwortet haben. Er hat gefragt, welche Hinweise müssen sollen Mitarbeitende erhalten gemäß Hinweisschutzgesetz. Das würdest du, also wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du das alles in dieser Verfahrensordnung, würdest du das alles da festhalten? Genau, das würde ich dort festhalten und das muss natürlich dann aber auch so kommuniziert werden, dass auch alle das mitbekommen. Ja. Das ist unternehmensindividuell, was der richtige Kanal ist, ob das jetzt Intranet oder wo auch immer ist. Mhm. Aber, oder vielleicht auch das klassische schwarze Brett, wenn es das in manchen Unternehmen noch gibt. Aber also das hängt vom Unternehmen dann letztlich ab, wie ich das veröffentliche. Mhm. Meinst du, noch mal ganz kurz darauf einzugehen, an diese Verordnung und dann gehe ich danach einmal ganz kurz noch auf die letzte Frage ein. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Plastik. Gut, dass wir noch eine Frage haben. Ich komme vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Ich gehe schon mal auf die letzte ein. Und zwar fragt Elena, ob eine Whistleblowing-Hotline ausreichend ist, weil du gerade das Stichwort erwähnt hast. Die Frage also. Man hat es immer als Whistleblowing-Hotline bezeichnet, aber ich meine, was ist schon eine Whistleblowing-Hotline? Also das sagt ja letztlich erstmal gar nichts aus. Und da muss man einfach sagen, also die Mindestanforderungen an Meldekanäle, um das mal rechtstechnischer auszudrücken, statt Whistleblowing-Hotline, ist halt das, was das Hinweisgeberschutzgesetz vorschreibt. Also praktisch das, dass ich wohin schreiben kann, dass ich mit jemandem sprechen kann und dass ich auf Wunsch auch jemanden persönlich sehen kann. Also das wäre die Mindestanforderung. Und Whistleblowing-Hotline ist jetzt eher so ein Standardbegriff, der jetzt aber nicht wirklich aussagekräftig ist. Ja, vielen Dank, Michael. Ich glaube, an der Stelle, Elena, guck dir super gerne das Webinar von meiner Kollegin auch nochmal an. Die hat das da ganz schön erklärt, welche Kanäle wann wie genutzt werden müssen. Da hast du dann auch nochmal bildlich vor dir. Da wurde das sehr ausführlich erklärt in dem Webinar von meiner Kollegin Susanne. Genau, guckt da gerne mal rein nochmal und teilt es auch gerne bei euch im Unternehmen nochmal. Und ich hoffe, dass es mit den zusätzlichen Informationen, die wir hier in der Ask Me Anything Session mit Michael gewonnen haben, dass es euch weiterhilft. Vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Fragen. Ich sehe, 24 sind insgesamt reingekommen. Ihr könnt uns super gerne ein Feedback dalassen. Wir freuen uns immer sehr und versuchen, das umzusetzen. Dieses Mal haben wir auch umgesetzt. Genau, ihr könnt auch einmal super gerne reagieren und Michael einmal applaudieren. Vielen Dank. Ja, danke auch für die ganzen Fragen. Ja, davon lebt die Veranstaltung, ja. Ja. Ja, wir haben auch diesmal tatsächlich auch zu den Fragen was umgesetzt und so ein bisschen das thematisch geclustert. Ihr habt vielleicht gesehen, das sind nicht die meistgevoteten und nicht auch die, wie sie von der Zeit her reingekommen sind, beantwortet worden, sondern so ein bisschen thematisch haben wir es aufgeteilt. Wir hören auf euch und wir arbeiten auch stetig dran, das Erlebnis für euch zu verbessern. Genau, ansonsten, wenn ihr Feedback habt, gebt es gerne ab. Schreibt uns auch einen Kommentar rein, wenn ihr irgendwie euch was Spezielles wünscht, etc. Ich muss mich auch entschuldigen, beim letzten Mal haben wir nach euren Wünschen gefragt. Wir haben das auch notiert. Wir haben nur beschlossen, dass das Hinweisgeberschutzgesetz, dadurch, dass es jetzt im Juli im Live
gegangen ist, dass wir das jetzt einschieben und vorziehen. Aber ansonsten, wir haben das noch weiterhin auf dem Schirm. Wir wissen, dass beim letzten Mal ganz viele für Working from Anywhere gestimmt haben als Thema nach der Sommerpause. Gucken wir mal, mit welchem Thema wir weitermachen, ob es bis dahin wieder was Akutes gibt oder ob wir dann Working from Anywhere thematisieren können. Für diejenigen, die Interesse haben am Personio Produkt Whistleblowing, die Landingpage wird meine Kollegin Lina nochmal in den Chat packen. Guckt gerne drauf, was das Produkt anbietet, falls ihr noch keine Lösung habt. Ansonsten könnt ihr auch angeben, wenn ihr kontaktiert werden möchtet für euer Unternehmen, sobald das für euer Unternehmen bereit ist. Und ja, in dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nächste Woche geht der Recap-Post live und ein herzliches Dankeschön an Michael, dass du heute wieder dabei warst. Ja, auch danke. Und ein Applaus auch nochmal für die Mädels im Chat. Vielen Dank, Lina und Melissa.